Heute ist 1. Mai, der Kampftag der Arbeiterinnen überall ganz auf der Welt. Ich bin Yunus, studentische Beschäftigte in Berlin. Wir befinden uns auch jetzt im Arbeitskampf. Und deswegen bin ich auch hier, gemeinsam mit allen anderen Kollegen ein Zeichen zu setzen, dass wir zusammenstehen, dass wir gegen die Angriffe der Regierung, gegen die Kürzungspolitik ein Zeichen setzen. Wir sind ja gerade auf der 1. Mai-Kundgebung des DGB. Wir haben uns heute am Hackeschen Markt getroffen, zusammen mit der VSG, und haben den Demonstrationszug begleitet, auch relativ lautstark, um auch den Michael Müller noch mal darauf hinzuweisen oder generell die Politik darauf hinzuweisen, dass endlich was geschehen muss in der Tarifverhandlung der VSG. Der aktuelle Stand ist, wir befinden uns seit 3 Wochen im Streik. Der Arbeitgeber hat uns kein neues Angebot unterbreitet bzw. versucht gerade unseren Streik durch einen Normalbetrieb zu negieren, sozusagen als wenn er gar nicht da wäre. Jeder wird sich denken können, wenn wir im Krankenhausbetrieb eine Streiksituation haben und Leute draußen auf der Straße sind, ist ein Normalbetrieb in einem Krankenhaus eigentlich nur Patienten- und Menschengefährdet. Gefährdung. Auch Mitarbeitergefährdung, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn unsere Kollegen, die jetzt gerade aus was für Gründen auch immer sich im Klinikum befinden, werden auf Kosten von Profiten gerade mächtig verheizt. In Berlin wird seit Jahren eine Politik betrieben, die in zahlreichen Betrieben eine Zweiklassengesellschaft gebildet hat. Zahlreiche Tochterunternehmen in den Krankenhäusern, auch an den Universitäten. Und das Vital ist das so, dass es sehr kleine Belegschaften zustande kommen, teilweise bis zu 30 Kolleginnen. Und das ist auch der Grund, warum wir alle prekär Beschäftigten uns zusammenstellen wollen und gemeinsam kämpfen sollen gegen diese Spaltungspolitik. Denn diese Spaltung hat nur ein Ziel, dass der Senat, dass der Staat mehr Geld spart. Aber warum wird eigentlich von unseren Taschen gespart und nicht von den Taschen, nicht von den Exportmeisterinnen, die die deutsche Wirtschaft dominieren quasi? Ja, der Senat will sich immer rausspielen, dass zu sagen, ja, es gibt Tariffreiheit. Und sie verhalten sich so, dass alle diese staatlich, 100% staatliche Betriebe eigentlich Privatbetriebe sind und dass der Staat sich davon ganz rauszieht, aber das akzeptieren wir gar nicht. Das ist auch nicht der Praxis. Sie sind diejenigen, die uns auslagern, um mehr Geld zu sparen. Und genau Sie sind diejenigen, die auch verantwortlich sind und das auch durchführen müssen, dass wir wieder eingegliedert werden an den größeren Tarifverträgen. Wir fordern, wir rufen mehr oder weniger dazu auf, am 4.5. hier an derselben Stelle zu einer Kundgebung gegen prekäre Beschäftigung. Da wird die VSG vertreten sein, weil das ist genau unser Thema gerade. Wir wollen raus aus der prekären Beschäftigung und wir freuen uns mit TV Stutt und CFM vielleicht und was weiß ich, vielen anderen Betrieben, hier ein klares, deutliches Zeichen zu setzen.